Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Minecraft. Mahlzeit. Hans Hanf ist auch am Start. Immer. Wie immer, ja. Hier seht ihr schon, ich habe da dieses Kristallwachstumsbeschleuniger-Teil umgebaut. Die da drüben waren dann fertig. Ich habe das dann hierher gebaut, habe hier noch welche gemacht. ME-System ist umgezogen und ich habe noch zwei Festplatten gecraftet. Und jetzt haben wir hier reiner Certus-Quarz-Kristall. Da habe ich nochmal. Also, ich hatte ja gestern schon die zwei Keime rein und habe heute nochmal zwei Keime reingehauen. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen und wir brauchen Konstruktionsdruck. Schablone, glaube ich. Müssen wir erstmal wieder gucken. ME-. Fertigungskonsole. Grundlage machen. Kalkulations, nicht Konstruktions. Das hier habe ich heute mal automatisch, also halbautomatisch gemacht, ne? Irgendwo müsste. Ich kann ja hier suchen. Silie. Genau, ihr seht schon, hier ist ein Stack Silizium gedrucktes. Habe ich halt die Schablone reingelegt, hier in die Gravur und in den Trichter einfach ein Stack Silizium reingehauen. Da hat das funktioniert, da hat das hintereinander weggepresst. Das war ganz okay. So, Kalkulation. Reiner Certus. Funktioniert. Ich hoffe Ja, mal, man hört meinen Regen nicht. Wie bitte? Ich hoffe mal, man hört meinen Regen nicht. Ich schon nicht. Ja, mir hat es heute über Nacht komplett hier hinten das Holz leer gezogen, weil das ME-System ja permanent Strom zieht, quasi. Deswegen ist das jetzt umgezogen, ist hier ist der Tesserakt daneben, der die Energie oben von den Solarzellen. Da habe ich erstmal den genommen. Der Hans-Hanf hat ja noch leihweise einen von mir. Da muss ich dann mal gucken, wie wir das machen. Was? Ich weiß von nichts. Das Silizium und Redstone. Da müssen wir mal schauen, wie das dann funktioniert. Ich weiß von mir nichts. Ja, Redstone. Ich habe letztens doch Silizium. spontan noch drei gemacht. Ist doch spontan noch drei gemacht. Ja, muss ich halt mal gucken, wie wir das machen. Die habe ich jetzt aktuell an der Lavafabrik weggenommen. Den Tesserakt. Da wird gerade keine Lava produziert. Ja, ist halt jetzt mal so. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts kaputt mache. Also das ME-System zu hacken, da habe ich immer noch ein bisschen Angst. Aber das ist ganz geblieben. Crafting Table. Meine Tür geht nicht. Die war. Was? Was doch? ME-Konsole, Werkbank, Kalkulationsprozessor. Falsch. Jetzt ist Kalkulationsprozessor. Ach. Ja, du musst die Werkbank auch bauen und nicht nur denken, die Werkbank zu bauen. Yeah! Eieieiei. Ein viel größere Bank. Alter, war das laut. Ich hab mein Headset, glaube ich, gerade ein bisschen laut eingestellt. Gerade das Buch von Towncraft gecraftet. Ah! Ich guck da gerade mal rein. Jetzt. Yeah! Jetzt ist ja die Fertigungskonsole. Jetzt wird's richtig geil. Jetzt können wir nämlich quasi einfach hier R drücken. Machen dann so. Und dann sehen wir hier, was wir haben, was wir noch brauchen. Und können dann alles direkt hier drin craften. Das beschleunigt die Sache ungemein. Sehen wir doch. Vorhin habe ich noch was gesehen. Müssen sowieso erstmal alles pushen. Drahtloser ME-Zugangspunkt. Das würde mich noch extrem interessieren, ob der funktioniert. Und wenn ja, wie der die ME-Systeme untereinander unterscheidet. Oder ob dann alle auf dem Server auf ein ME-System zugreifen. Ist Der gut. ist eigentlich recht teuer. Die Quarzfaser, das geht.
Hier brauchen wir eine Fluix-Perle. Brauchen wir viermal Fluix-Staub, vier Fluix-Kristalle und eine Enderperle. Das geht sogar. Und hier brauchen wir halt nochmal so einen Kalkulationsdrucker, wie wir gerade schon mal gemacht haben. Da müssen wir hier wieder so ein Certus-Kristall. Aber das hat dann noch ein bisschen Zeit. Hier habe ich gerade nachgefüllt. Genau. Ich muss jetzt erstmal das. Ich will jetzt erstmal das Filterproblem im Angler muss gelöst werden. Filterproblem. Naja, dass der halt die Sachen endlich mal richtig filtert. Jetzt regnet es bei mir im Real Life und im Spiel. Voll scheiße. Ah, cool. Hast du den Sound wenigstens doppelt? Toll. Ich bin begeistert. Wir brauchen den hier, glaube ich. Das ist der einfache Itemfilter. Genau, das ist der, den wir haben. Und ich glaube, wir brauchen den. Da brauchen wir wieder den Z-Logic. Silizium haben wir, das haben wir. Solarium müssten wir auch haben. Brauchen wir einen Zombie. Und mit dem sollte das gehen. Bei dem kann man einstellen, beziehungsweise der macht es automatisch, dass der die Damage und die Verzauberungen ignoriert. Ist aber, regnet aber laut. Ah, echt? Wollen wir schlafen? Warte. Ich habe ja irgendwo im Bett rumstehen, ja. Gute Nacht. Ja, ich liege. Ja. So. Sehr schön. Hier habe ich auch mal ME-System habe ich abgehakt. So eine To-Do-Liste wollte ich mir heute auch noch machen, gegebenenfalls. Ist Hier cool. mit 12 Millionen Sachen anfangen. Solarium, Solarium, Solarium. Da ist Solarium. Genau. Redstone ist unten. Na. Am Ambus hängen geblieben. Oder hier haben wir's. Das, das. Ach so, ist ja Quatsch, brauchen wir ja gar nicht hier drin. Ach. Redstone. Silizium. Das müsste jetzt funktionieren. Da haben wir hier Slice and Spice. Was so? Erwarten. Ja. Also es macht was. Ich hoffe, es war das richtige Rezept. Ich habe mir was bei 10 Meter durch den Keller laufen gemerkt. Ich hoffe, das ist nicht. Ah, Mod-Item-Filter. Ah. Ist voll strange an hier. Ich habe jetzt eine Tomcraft-Dingsbums-Werkbank. Jetzt geht bei Ja? mir eigentlich so der ganze Sackgang erst los mit Scannen und Dings und Also das Sammeln. Taunomikon hast du schon, oder was? Ja, ihr seht hier, zack. Erweiterter Itemfilter. Kann man das restliche Rezept rauslöschen? Nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen gehen hier. Das wollte ich machen. Genau, whitelisted. Das ist jetzt blöd. Ich bräuchte eigentlich zwei davon. Und müsste die ganzen Items auf der einen Seite whitelisten, auf der anderen Seite blacklisten. Und jetzt ist schon ein Problem, dass ich die ganzen Fische ja gar nicht mehr habe, weil ich das alles schon verbrannt habe. Haha. Ich habe das gestern Nacht auch noch mal versucht, mir so eine Fassade herzustellen. Eine Gap-Fassade. Ich krieg's irgendwie nicht ran. An die Kabel. Frag mich Okay. bitte nicht warum. Kabelfassade Gap.
Aber eigentlich entweder Rechtsklick oder Shift-Rechtsklick, oder? Rechtsklick, Shift-Rechtsklick, negativ. Dann hast du die. Von was für einer Mod ist denn die Kabelfassade? Ender.io. Achso, und dann müsst ihr aber an die Ender.io-Leitung gehen. Sollte. Na, die Kabelfassade ist von Applied Engineering. Engineering. Ja, dann brauchst du die Fassaden von Ender.io. Vermutlich. Das ist halt das, was ich gesagt habe. Normalerweise die Fassade von Ender.io. Da gibt es halt gar kein Rezept. Ich finde bei Ender.io nicht mal Fassaden. Ja doch, wenn du einfach Ender.io eingibst, steht gleich, sind gleich relativ weit oben Fassaden. Aber hier steht halt nicht, wie man die Fassaden craftet. Ender.io ist bei mir die halbe Seite ausgefüllt. Ich habe einfach nur Ender eingegeben, da ist schon hier oben. Ach nee. Nee, ich habe Ender eingegeben, da die sind von BC Transport, warte mal. Hier unten. Ach nee, das sind nur Applied Energistics. Ja, wie gesagt, mit den Fassaden habe ich noch nie richtig durchgeblickt. Suboptimal. Da müssen wir uns mal noch. Full Scheiße. Auf jeden Tun. Fall steht jetzt hier mein Ernte auf. Der Saft kommt von da drüben. Ist bei mir alles ein bisschen enge gebaut. Apropos Ernte, ich muss ja noch was umbauen. Einzitiert. Und ja. Ernte. Pflanzer. Item. Müsste jetzt eigentlich 8x8 rauskommen. Item. Die Filter nehmen wir mal noch mit. Wir denn noch Endstein? Haben wir noch ein? Das ist zu wenig. Wieso hast du bloß einen Endstein? Im ME-System war nur noch ein Endstein. Das war das, was. ME-System ist ja alles gelandet, was unten. Gruseliges Geräusch. ME-System ist ja alles gelandet, was unten war. Im Keller. Bärenbüsche gibt es 6 verschiedene, ne? Essenz, Gold, Ja. Alu, Kupfer, Zinn, Eisen. Also mehr habe ich noch nicht gefunden. Brauchst du zufälligerweise 18 Aluminium-Bärenbüsche? Ist eine rein sporadische Frage, weil ich werfe es ins Bett geschafft und so kein Platz für die Scheiße. Ich wüsste halt aktuell nicht, also ne, wegschmeißen. Ich habe noch keine weggeschmissen, mir ist es halt zu schade eigentlich zum Wegschmeißen. Muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, für was man so viele verwenden soll. Das ist eigentlich blöd gewesen. Meistens so. Ja, ich habe aktuell noch keine Ahnung, für was ich die verwenden soll. Weil ich finde, es gar nicht so die Rezepte gibt, wo ich jetzt so viel davon bräuchte. Wie ist denn das eigentlich hier unten, da wo meine Enderlilies drin waren? Wenn du da an die Tornblöcke ranläufst, siehst du da stand ohne Tornblock bei dir, ne? Nee. Check. Ja, 2, stimmt eigentlich, 3, oh, es 4, macht ja 5, sonst doch keinen 6, Sinn. 6, 8, 8, mit 6, 4, 64. So, die gehen. Wird ja wieder ausgereizt bis das letzte Wort. Oder nicht? Wie mache ich denn das? Rein theoretisch. Ich lasse das mal hier.
Konnte man die Bärenbüsche nicht auseinandersetzen? Nein. Wieso nicht? Weil das zu einfach wäre. Du hast doch auch zwei Etagen gebaut bei dir. Ja, da musst du erst eine Reihe Steine setzen, musst die da drauf setzen, musst die Reihe Steine wegkloppen, musst die wieder hinsetzen. Drunter bauen quasi. Nee. Oben drauf bauen auf den Stein. Ja, dann Stein wegkloppen und dann drunter setzen oder was? Ja, und dann halt unten auf dem Boden bauen, genau. Wenn ich das aber sechsetagig haben will, geht das nicht. Dann, doch, dann musst du das Ganze 6-mal machen. Dann musst du ganz oben anfangen. Und dann nach unten bauen. Also musst du quasi das Gerüst erst immer mit Stein oder irgendwelchen Blöcken aufbauen. Das komplette Konstrukt. Ja, genau. Und falls du fragen wolltest, nein, ich will dich nicht verarschen. Ist wirklich so. Wird das ja quasi maximal scheiße. So ist es jetzt ausdrücken. Es Ja, wird das wird halt. braune Masse oder was? Das wird halt aufwendig. Nee, scheiße trifft's. Insert. Brauche was zum Basteln. Bäbe. War denn das? Ich mach mal das hier unten weg. Jetzt weiß ich, warum ich meine Arme oder meinen den Raum vorher so anders hatte. Fällt mir voll in die Schuppen von da oben, Junge. Kiste habe ich keine mit, Fuchs wie ich bin. Quasi die beste Voraussetzung. Ach, ich bin ein Depp. So, das funktioniert schon mal. Jetzt brauche ich wieder den EN-Stein. Fahrzeugplatte. Dein Ernst? Was denn? Ich kann sie nicht mal an die Decke setzen. Nee, hab ich doch gesagt, geht nicht. Von wem ist die Mod? Ich musste mal eine E-Mail schreiben. Das, was ich gesagt habe. Muss halt mal zuhören. Kollege. Jetzt habe ich schon die Hälfte vergessen. Nein. Ach, eine Kiste. Eine Kiste wollte ich holen. Insert Itemfilter. Ach so, Ja. Blacklisted. Ender Lilysamen. So geht's auch. So, der da hingepflanzt. Jetzt ist bloß noch, wie komme ich da? Irgendwie ran? Wahrscheinlich nicht. Naja, so läuft's auf jeden Fall erstmal. Die Samen gehen nicht hier rein, hier gehen eigentlich nur die Enderperlen rein. Die gehen da unten rein, werden da unten gepflanzt. Immer aktiv läuft das schon mal. Brauchen wir ja nur noch Strom.
Strom. Strom, ja, Strom. Wie kriegt man denn hier Strom? Hat jemand was Größeres vor? Ja, was? Hier sind alle meine unterirdischen Felder. Nein, oh, das ist so. Das ist so nervig. Wenn man nicht genau hinguckt, wurde gerade. Kannst du dir nichts in der Hand nehmen, was nicht irgendeine Funktion hat, wenn du rechte Maustaste drückst? Geil, Weißt ne? du, wenn du hier Zeug ernten willst, wenn du eine nacksche Hand nimmst, hast du dann das Zeug in der Hand, willst es die ganze Zeit essen? Hast du irgendwas anderes in der Hand? Entweder zerklopst du irgendwas, schießt Pfeile rum oder dergleichen. Ist schon ein bisschen. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, du kommst mit der Idee, ey, komm, lass es hier noch mehr Mutz drauf basteln. Na, das liegt ja jetzt nicht daran. Einen davon brauche ich. So, meine Decke ist jetzt voll Aluminiumwärmbeschichtet. Hast du denn eigentlich meinen Tesserakt noch im Betrieb? Negativ. Brauchst du den noch? Aktuell nicht. Wo kann ich den finden? Bring im Haus. Okay. Kommst du jetzt, ne? Ich komme dann gleich. Das ganz andere Problem, was ich eigentlich habe, ist, ich hätte gerne ein Feld, was 8x8 ist, mit Aluminium, Essenz, Gold, bla, blub, von jedem quasi 64. Und hätte die sechs Felder halt alle übereinander. Das Problem ist, ich habe halt nicht von jedem 64. Also entweder ich baue das dann irgendwann, wenn ich noch was finde, so, dass es passt, oder ich bastel es bunt durcheinander, was mir eigentlich nicht gefällt. Da kommt ja Ja, schon. ist es denn ein einsehbarer Raum? Ja, da ist eine Tür dran, damit ich da reinkomme. Ob ich da jemals reinlaufe, ist die andere Sache. Aber wenn ich da reinlaufe, will ich das geordnet haben. Wenn ich selbst meinen Fischer, der hinter einer Wand ist, die Wand so verkleide, dass es schön aussieht. Ja, was soll ich da mal sagen? Nix. Warum? Und so ein Bärenbusch in der Kusche hängt. Warum füllt er den? Jetzt füllt er. Ich habe mich gerade gewundert, was hier einstellungstechnisch gefehlt hat, warum da den Flüssigkeitstransposer nicht gefüllt hat. Aber jetzt macht er. Ich habe mir nämlich gerade spontan nochmal einen Tesserakt gebaut. Spontan auf 3 quasi. Ja, ich habe gesehen, dass ich noch einen Block und einen Born Enderium hatte und da dachte ich mir, ach komm. So, eigentlich wohl 3. Das ist halt das Ding, man müsste. Was war Bronze und Silber? Man müsste halt. Wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, so bautechnisch und so,
Mit den Tesserakten geht viel. Man müsste es dann halt nur die Klei richtig alles so zusammenbauen, dass du nicht für jede Maschine einen Tesserakt brauchst, um irgendwo Strom hinzukriegen. Also so wie es jetzt aktuell bei mir halt das Problem ist. Dass ich für überall einen Tesserakt bräuchte. Man müsste das halt irgendwie gebündelt setzen. Bei mir hängt alles an einer Leitung. Ja, deswegen sage ich ja, aber so wie es bei mir ist, ist es halt gerade äußerst ungünstig. Das rein, das rein, das rein. Also wenn ich bei mir meine Lava-Generatoren abbaue, ist bei mir auch finster. Nicht rein, da komme ich ran. Da sind sie. Nix. Nehmen wir mit. Und die hier nehmen wir mal Hansi mit. So. Ja, wie gesagt, ich müsste das halt wirklich umbauen. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Kann man halt jetzt hier am Haus erstmal nicht mehr ändern. Hattest du denn nicht mal was gesagt von dem neuen Haus, von dem Umzug? Ja, der Umzug war ja gesagt, wenn Ender.io, wenn ME-System steht. ME-System steht. Und das Haus steht auch. Du bist was anderes, du musst raus. Was bringst du mir denn mit? Meine Sprachen da auch. Die Enderlilie. Montage wieder rausgehakt, Warum nächste sieht Etage denn der? umgebaut. Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe doch jetzt eigentlich. Der Tesserakt. Ich habe den Tesserakt danach noch mit. Ich habe den gefüllt. Und ich habe das danach gemacht mit dem. Ach. Oder? Stillhalten. Stillhalten. So, jetzt läuft der Lachs. Jetzt sollte das funzen. Jetzt funzt das. So, haben wir das gemacht. Dann brechen wir uns mal auf. Was mache ich denn heute hier? Ich versuche immer ganz seltsame Dinge beim Treppe hochlaufen. Der Kleider und die Stiefel. Wann damit? Ach so, ich war ja heute auch noch ein bisschen fleißig und habe fleißigst dunklen Stahl hergestellt. Bin halt immer mal, wenn ich Zeit hatte, rangegangen und hab das dann gleich im Legierungsschmelzer gemacht. Ich habe ja meine. Und gestern nach der Aufnahme haben wir noch ein bisschen gequatscht und da habe ich meine Tinkers-Schmelze volllaufen lassen mit Lava und Wasser. Quasi Obsidian hergestellt. Bin dann heute Kannst du nicht mal. sagen, dass das unfreiwillig war? Nö, das war ja freiwillig. Ja, Das ist mir schon mal. es war aus dem Not geboren. Ach so, ja, ich habe aus Versehen. So ein 512.000 MB Tank mit Wasser vollgepumpt. Ich hab so ein Entity im Haus, ja. Guten Tag. Guten Tag. Sie hatten bestellt. Ja, Pizza. Enderlilysamen Samen? Pizza groß, Salami, viel Ich hatte Käse. nur ein Enderlilysamen Samen.
Kann man das essen? Vor allem, wie es hier regnet. Hm. Wo ist mein Tesserakt? Flüssigkeiten nur senden. Artikel nur empfangen. Der Frequenz 3. Ach, ist der Wumpe. Je nachdem, auf was für eine Danke. Frequenz du den einstellst, ne? Ist Ja, ja. trotzdem Wumpe. So. So. Wo ist denn jetzt das Lager? Ne? Na, hier musst du noch nacharbeiten. Was denn? Leihgebühr war ein schillernder Block. Hier ist ein Fisch. Jetzt mach einen Fisch. Danke. Nee, ich mach's nicht. Was? Ich wollte mit meinem Obsidian-Schüssel gerade bei dir auf dem Boden ditchen. Hast du grob eine Übersicht, wie viele Bärenbüsche du aktuell hast? Die Enterlilie hier neben dem Bett ist unniedlich. Naja, ich brauche was zum Kuscheln. Nicht wirklich.